Mehr als 40.000 Teilnehmer in insgesamt 8 verschiedenen Läufen. Da haben gestern wieder so viele Menschen, haben gestern und heute auch wieder in Wien ihre Laufschuhe geschnürt. Die Strecken beim 36. Wiener City Marathon, die reichten von 1 Kilometer bis zur klassischen Distanz von 42,195 Kilometer. Das gute Laufwetter sorgte für sehr gute Zeiten. So gab es bei den Frauen einen neuen Streckenrekord. Und bei den Herren fiel sogar der österreichische Marathonrekord, und zwar durch den gebürtigen Äthiopier Lemmerwerk Ketema, der das Rennen in einer Zeit von 2 Stunden 10,44 als Elfter beendete. Jetzt gibt's wirklich hier einen historischen Marathonlauf. 2:10, nicht einmal 40 vorbei. Österreichischer Rekord für Lemmerwerk Ketema. Phänomenal. Es war unglaublich und schön. Ja, das Wetter war auch sehr schön gewesen. Und ja, ich bin heute sehr, sehr glücklich. Schöne Atmosphäre, unglaublich. Und ja, es ist wunderbar. Wunderbar ist der heutige Tag im Leben von Lemmerwerk Ketema. Unglaublich, die Geschichte des neuen österreichischen Rekordmannes. Denn der 32-jährige Lema hat es alles andere als leicht am Weg zu seinen Erfolgen. Der gebürtige Äthiopier kommt vor etwas mehr als 5 Jahren zu einem Marathon nach Österreich und bleibt als Geflüchteter. Denn in seiner Heimat sind Familienmitglieder gefoltert worden und Freunde verschwunden. Das Leben war auch nicht so einfach gewesen, aber ich denke immer positiv und dann, ich trainiere sehr fleißig. Auch wenn das heißt, mit dem Bus aus Wien hinauszufahren, das Gewand zu verstecken und erst dann trainieren zu können. Ich renn los, ich renn los. Ein Ablauf, der für Lema auch in dieser Saison noch Routine ist und der trotz aller Widrigkeiten zu beeindruckenden Erfolgen führt. Ich reiße mich los von den Ketten am Bein. Er gewinnt den Graz-Marathon, wird 2-mal World Run Sieger und EM Dritter. In Berlin 2018 Europameisterschaft. Es war unglaublich und eine große Geschichte auch für mich persönlich, in meinem Sportleben. Es ist eine große Überraschung für mich und auch natürlich für Österreich, meine Teamkollegen. Und im Team Österreich darf er sich auch heute freuen, denn Valentin Pfeil und Eva Wutti laufen heute auch beeindruckend schnelle Rennen. Und die Devise beim heutigen Marathon lautet ganz klar Vollgas. Vor allem die Männerelite tritt mit einem Kilometerschnitt von ca. 3 Minuten extrem stark an. Und auch die zweifache Wien-Siegerin Nancy Kiprop nimmt von Beginn an Kurs auf Streckenrekord. Lema hat die Elitegruppe noch im Blick, als er alleine seine Kilometer abspult. Nachdem er sich heuer mit dem ersten echten Trainingslager in Afrika vorbereitet hat, wird das Rennen in Wien schon bald ein einsames. Denn seine Tempomacher können nur bis Kilometer 25 mitlaufen. Eigentlich keine idealen Voraussetzungen, denn auch die Getränkeversorgung läuft nicht optimal. Leider heute meine 2 Pacemaker sind ganz schwach geworden. Ja, und dann auch beim 32 Kilometer und dann beim 35 Kilometer, ich habe schon meine Getränkflasche verloren. Das ist auch viel Kost, aber ja. Die nötige Versorgung ist nicht nur für Lema wichtig, sondern auch für Nancy Kiprop, die am Weg zu ihrem 3. Sieg in Wien nur kurz die Konzentration verliert. Voller Fokus gilt aber für alle 26.000, die heute Wien durchlaufen. Ganz vorne rennt heute Vincent Kipchumba ins Ziel mit 2:6:56, der zweitschnellsten je in Wien gelaufenen Zeit. Und damit ist die Männerelite die einzige Kategorie, in der kein Rekord fällt. Denn Nancy Kiprop pulverisiert den Streckenrekord und gewinnt gleich zum 3. Mal in Folge. This time it was
Dieses Mal war schrecklich für mich. Es war viel Druck. Alle haben auf mich geschaut. Ich bin so im Mittelpunkt gestanden. Es war alles andere als einfach. Zwei schwierige Jahre hat auch Valentin Pfeil hinter sich. Von Verletzungen geplagt, kämpft er sich zurück und ist noch schneller als zuvor. Mit seiner Zeit von 2:12:55 unterbietet er seine persönliche Bestzeit um fast 2 Minuten. Das ist unglaublich, endlich mal wieder mit so einem positiven Ergebnis aufwarten zu können. Marathon ist halt auch so, dass es halt über weite Strecken manchmal sehr zäh sein kann, was das Training anbelangt, und dann nicht immer alles gleich in Wettkampfergebnisse umsetzen zu können. Umso mehr freut es mich einfach, heute endlich wieder diesen Schritt nach vorne getan zu haben, wie ich mir das vorgenommen habe, und bin heute überglücklich. Gemischte Gefühle nimmt Eva Wuti heute mit. Sie läuft zur persönlichen Bestzeit, schafft sogar ein Limit. Das für die WM, doch Olympische Spiele sind noch außer Reichweite. Der Abstand zu Platz 5, was zugleich die Qualifikation für die Olympischen Spiele wäre, ist leider doch ein Stück weit zu viel gewesen für mich. Also ich glaube, es waren 5 Minuten. Von daher kann ich dem 5. Platz eigentlich auch nicht nachweinen, weil es einfach nicht möglich gewesen wäre für mich heute. Lemawek Kitema schafft das Olympialimit heute souverän. Das ist unglaublich, meine Träume waren, meine großen Träume. Und ja, Gott sei Dank, ich habe schon das heute geschafft.